Also, jetzt aber wirklich. Sicherheitspaket wurde letzten Sonntag dann vorgestellt als Teil des aktualisierten Regierungsprogrammes von ÖVP und SPÖ. Große Überraschung, Sicherheit ist keine drinnen, sondern nur Überwachung. Und damit sind wir bei einem großen Irrtum, der immer wieder von politischen Entscheidungsträgern kolportiert wird, nämlich, dass man Sicherheit und Freiheit gegeneinander abwägen kann. Kann man nicht, es besteht keine Relation zwischen diesen beiden Größen. Weniger Freiheit bedeutet ganz bestimmt nicht mehr Sicherheit. Und wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dort wo Freiheit eingeschränkt wurde, war das nicht im Sinne der Demokratie. Das sagt Benjamin Franklin in ähnlicher Form, das sagt Constanze Kurz und das sagen auch wir. Und damit gebe ich an den Alex weiter, der zeigt euch jetzt, worum es geht. Also herzlich willkommen im Meta Lab. Passt das mit dem Sound? Herzlich willkommen auch im Stream. Danke fürs Vorbeikommen. Und gehen wir gleich in Medias Res. Bundesminister Sobotka, unser Innenminister, möchte eine lückenlose Überwachung in allen Belangen, in allen Fragen. Und er möchte auch eine Videoüberwachung in ganz Österreich einführen und begründet das unter anderem damit, dass vor ein paar Jahren jemand vor seinen Hauseingang gekackt hat. Und jetzt möchte ich ganz kurz etwas sagen zur Rechtfertigungslast des Gesetzgebers. Warum brauchen wir eine Rechtfertigungslast des Gesetzgebers? Es gibt, machen wir ganz kurze Grundrechtslehre, die Grundrechte gewähren uns einen Schutzbereich. Einen Schutzbereich, in dem wir versteckt oder unbeobachtet von staatlichen Eingriffen leben können und uns verhalten können. Und ein Eingriff ist eben jede staatliche Maßnahme, die diesen Schutzbereich also erschwert oder sogar verhindert. Danke. Und jetzt ist aber jetzt nicht jeder Eingriff eine Verletzung, sondern es ist ein Eingriff, kann zulässig sein, natürlich von staatlicher Seite, und zwar, wenn es eine Ermächtigung im Grundrecht gibt und wenn diese Ermächtigung an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Also der Eingriff ist zulässig, wenn sich der Gesetzgeber daran hält. Und er muss, wenn er eingreift in dieses Grundrecht, das ganz genau begründen. Das, was der Innenminister Sobotka hier zum Beispiel sagt, das ist ganz sicher keine Rechtfertigung im Sinne der Verfassung, sondern eine Verhöhnung des Rechtsstaates. Und es ist aber ganz klar, dass diese Rechtfertigung natürlich im Gesetzgebungsprozess passieren muss. Und wo wir gesehen haben, dass es das nicht gegeben hat, ist beim polizeilichen Staatsschutzgesetz und auch beim Entwurf des Bundestrojaners letztes Jahr. Und das fordern wir ein. Der Gesetzgeber, unsere Regierung, unser Parlament muss ganz genau begründen, warum unsere Grundrechte, unsere Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und geht es jetzt eigentlich um Sicherheit oder geht es um ein Sicherheitsgefühl? Unsere Regierung im Arbeitsprogramm, das ich hier mitgebracht habe, das vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde und wo es eben ein Kapitel über Sicherheit und Integration gibt, unsere Bundesregierung begründet das, wir wollen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. Es geht also gar nicht um tatsächliche Sicherheit und das ist durchaus problematisch. Es geht, und das haben viele gesagt, und da möchte ich euch wirklich bitten, auch darüber nachzudenken, bei Überwachung geht es nicht um Sicherheit, sondern um Macht und Kontrolle. Und was wir brauchen, ist eine Überwachungsgesamtrechnung. Wir müssen nämlich den Überblick über die Wirksamkeit vorhandener und geplanter Maßnahmen haben, bevor wir neue Maßnahmen einführen. Und in diesem Sinne steht auch unser Projekt HEAT, das wir letztes Mal hier oder im Dezember hier vorgestellt haben. HEAT ist quasi ein Toolkit, um eine Sicherheitspolitik und eine Sicherheitsgesetzgebung im Sinne dieser Überwachungsgesamtrechnung umzusetzen. Und wir als Bürger und Grundrechtsträger sind nicht gegen Sicherheitspolitik, sondern wir fordern eine faktenbasierte Sicherheitspolitik und wir unterstützen natürlich eine Umsetzung von gut begründeten Maßnahmen. Und es kann nämlich
wirklich nicht sein, dass wir immer hinterherlaufen, immer hinterherhinken und grundrechtswidrige oder potenziell verfassungswidrige Maßnahmen vor den Höchstgerichten bekämpfen. Ja. Es ist die Verpflichtung des Gesetzgebers, grundrechtskonforme Gesetze zu erlassen. Und das ist auch ein Anspruch, den wir auch immer wieder einfordern sollten. Und dieses immer hinterherlaufen, immer zu den Höchstgerichten gehen, das darf einfach nicht zur Regel werden. Es leuchtet sogar. Okay, gut. Also, Sobotrump, Brandstifter, John Wayne, Doskozil. Das sind die, die in den letzten Tagen dieses Sicherheitspaket durchgebracht haben und auch immer wieder in den Medien verteidigt haben. Aber sie fügen sich da in einen europäischen Trend ein. Und es gibt auch viele Inspirationen aus Deutschland, die zu diesem Sicherheitspaket geführt haben, das wir jetzt mit aller Kraft bekämpfen müssen. Ja, gleich zur nächsten Folie. Das Überwachungspaket wurde präsentiert letzten Sonntag, wie gesagt. Am Montag waren wir schon auf der Straße. Da gibt es auch ein feines Demoschild, was wir mitgenommen haben. Es war bitterkalt, aber wir haben ungefähr 100 Leute gehabt, die vom Bundeskanzleramt am Ballhausplatz mit uns demonstriert haben. Auch das kann passieren, dass in nächster Zeit untersagt wird. Heute hat unser Innenminister nämlich bereits angekündigt, dass er auch das Freiheit, also das Versammlungsrecht einschränken möchte, Spaßdemos verbieten möchte, Versammlungsleiter haftbar machen möchte und ein paar andere Grauslichkeiten mehr. Das heißt, Grundrechte werden wirklich von allen Ecken und Enden versucht, eingeschränkt zu werden. Ganz kurz noch zu dem Demoschild, weil ja unsere Hörer im Radio das jetzt nicht lesen konnten. Ja, auf dem Demoschild steht oben, unsere Kritik ist zu differenziert für ein Demoschild. Wir versuchen eben heute Abend, unsere Kritik hier in Worte zu fassen, dass es eben auch wirklich ankommt. Und noch ganz kurz zum dem, was der Werner erwähnt hat, dass jetzt auch der Innenminister Sobotka das Versammlungsrecht einschränken möchte, ist natürlich brandgefährlich, auch für unsere Demokratie. Und wenn wir daran denken, dass vor ein paar Wochen er sogar gesagt hat, dass der Falter-Artikel über die Pröll-Stiftung Fake News war und er da eine Zensur einführen möchte, muss man sagen, und das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, Sobotka ist ein Gefährder des Rechtsstaates und wir müssen wirklich gegen diese ganzen Maßnahmen vorgehen. Und ganz kurz noch zur Strafprozessordnung. Ja. Die Strafprozessordnung wurde bei uns als Gesetz erlassen 1975, basiert aber tatsächlich auf der Strafprozessordnung 1873. Und damals konnte man sich sehr, sehr gut an den Metternich'schen Überwachungsstaat erinnern. Und in diesem Gedanken steht diese Strafprozessordnung, die an und für sich ein gutes Gesetz ist. Und sie war von diesem Grundgedanken der offenen Strafverfolgung getragen. Und die Hauptargumente waren nicht nur die Würde des Staates, sondern die Tatsache, dass ein Verdächtiger oder Beschuldigter seine Verteidigungsrechte jederzeit wahrnehmen kann. Und wenn wir jetzt anschauen, uns das polizeiliche Staatsschutzgesetz, wo Informationspflichtenübermittlungen bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag hinausgeschoben werden können, ist es natürlich problematisch. Und außerdem ist eben das auch für die Öffentlichkeit dann transparent, welche Eingriffe der Staat vornimmt und welche Informationen ermittelt werden. Und das ist natürlich elementar auch für den Rechtsschutz. Ja. Und seit den 70er Jahren haben wir diese verdeckten Ermittlungsmaßnahmen, die eben damals nicht bekannt und die nicht in der Strafprozessordnung war, haben natürlich Überhand genommen. Ganz kurz vielleicht noch, Staatsschutzgesetz, der Alex hat schon angesprochen, das wurde voriges Jahr beschlossen, Ende Jänner. Damals hat man uns gesagt, jetzt hätte man alle Maßnahmen, die man braucht, um den Terror zu bekämpfen, ein Jahr später und einen, wie heißt es so schön, fehlgeleiteten 17-Jährigen später kommt das nächste Überwachungspaket. Ja, Vorratsdatenspeicherung, unser Hauptthema natürlich. Man möchte jetzt einen sogenannten Quick Freeze einführen und die Bundesregierung in dem Arbeitsprogramm
bekräftigt, die Grundrechtserfordernis der jüngsten EuGH-Urteile werden damit erfüllt. Ich wage das zu bezweifeln. Quick Freeze, ihr kennt den Begriff vielleicht nicht, da geht es darum, dass auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ab diesem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal vorweg, Daten gespeichert werden. Es geht um Verkehrsdaten, wer hat mit wem wann, wie lange telefoniert etc. Ich habe es schon angesprochen, oder noch nicht angesprochen, ich spreche es jetzt an, das soll passieren eben schon bei einem Anfangsverdacht. Ja? Was ist ein Anfangsverdacht? Wie soll man den definieren, diesen Anfangsverdacht, und nicht den konkreten Tatverdacht? Soll es vielleicht schon ein Posting auf einer islamistischen Webseite sein? Soll schon der Besuch einer islamistischen Webseite sein, wenn jemand bemerkt, dass jemand so eine Webseite aufruft? Also da haben wir natürlich einen sehr großen Anwendungsbereich wieder. Und erinnert euch an die Aussage von CIA-Direktor Michael Hayden, der damals gesagt hat, we kill people based on metadata in Bezug auf den Drohnenkrieg. Also das ist natürlich, und das hat der EuGH auch mehrmals gesagt schon, Metadaten betreffen einen hochsensiblen Bereich, weil eben solche Persönlichkeits- und Bewegungsprofile erstellt werden können. Wie gesagt, wir fordern, falls so etwas eingeführt werden sollte, dass auch die Anordnung eine richterliche Bewilligung braucht. Nach der Intention der Bundesregierung soll eben diese Anordnung nur von der Staatsanwaltschaft kommen und dann Zugriff auf die Daten dann vom Richter genehmigt werden. Was ist mit den Berufsgeheimnisträgern? Wie ist dieses Problem gelöst? Das ist noch nicht gelöst. Ja? Und da sind wir natürlich auch in Kontakt mit den Rechtsanwälten. Das ist ein Riesenproblem eben für den Rechtsschutz, ein ganz sensibler Bereich. Und außerdem haben wir diesen soziologischen Begriff oder den Begriff aus den Sozialwissenschaften des Function Creeps. Das heißt, es wird eine Maßnahme eingeführt und Stück für Stück werden sie ausgeweitet. Beispiel IMSI-Catcher, der wurde damals eingeführt. IMSI-Catcher ermöglicht die Standortdatenerfassung, das heißt, man kann ein Handy, ein Mobiltelefon orten. Beim IMSI-Catcher hat es damals geheißen, ja, der wird eingeführt, um vermisste Tourengeher etc. zu finden, vielleicht selbstmordgefährdete Menschen zu finden. Jetzt im polizeilichen Staatsschutzgesetz wurde auf Gefährder da nach dem PSDSG ausgeweitet. Was passiert in 3 Jahren? Wer ist dann ein Gefährder? Da haben wir das Problem dieser Ausweitung von diesen Maßnahmen. Wir wissen auch nicht, ob die Datenbeauskunftung an die Durchlaufstelle angebunden wird, sind alles sehr offene Fragen. Und grundsätzlich möchte ich natürlich sagen, wir haben hier ein Arbeitspapier der Bundesregierung, das sind insgesamt, glaube ich, 5 Seiten zu diesem Sicherheitspaket. Und wir müssen natürlich auf die gesetzlichen Entwürfe und die Gesetzestexte dann warten, um das genauer zu analysieren. Konrad Kogler hat gestern, glaube ich, im Journal Panorama in 1 gesagt, er möchte eine Speicherung von bereits vorhandenen Daten ab der Anordnung. Das heißt, es geht hier um Betriebsdaten und soll das jetzt implizieren, dass eben Betriebsdaten, Metadaten verpflichtend gespeichert werden, weil dann haben wir wieder eine Vorratsdatenspeicherung. Was ist mit den Daten von Kontakt- und Begleitpersonen und deren Kontakt- und Begleitpersonen? Das sind alles sehr viele Fragen. Wenn das alles nicht geklärt ist, haben wir meiner Meinung nach eine Vorratsdatenspeicherung, den same shit, it's just a different day. Weil im Lichte der EuGH-Judikatur kann man das dann nicht umsetzen, weil der ganz klar sagt, wir müssen den betroffenen Personenkreis sehr genau einschränken und auf das absolut Notwendige beschränken. Ergänzend dazu, vielleicht heute ist auch ein Artikel erschienen, wo sämtliche Mobilfunkbetreiber gefragt wurden und die haben gesagt, sie hätten diese Daten nicht vorrätig. Das heißt, es werden nicht nur Daten verlangt, die schon vorhanden sind, sondern es geht auch immer wieder darum, neue Datensätze für die ermittelnden Behörden erschließbar zu machen. Ja, zur Videoüberwachung. Was ist das Problem bei der Videoüberwachung? Es geht um eine nahezu lückenlose Überwachung des öffentlichen Raums. Und das Problem, das ist nicht nur die rechtlichen Probleme, die sich stellen, es gibt viele Probleme. Aber einerseits kommt es zu einer Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Es kommt bei einem Echtzeit-Streaming, das die Bundesregierung auch haben will, zu einem Chilling-Effekt. Und ihr kennt auch den Begriff, wenn wir uns beobachtet fühlen, dann verhalten wir uns anders. Die Leute, auch wenn sie wissen, dass ihre,
ihre Internetkommunikation unter Umständen von Geheimdiensten überwacht wird, trauen sie sich nicht mehr auf gewisse Seiten gehen, sie verwenden andere Suchbegriffe, man verhält sich anders. Und das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem. Unsere Gesellschaft verändert sich und seit dem Zweiten Weltkrieg wissen wir, dass Überwachung Konformität fördert und schafft. Und denken wir auch an die DDR, wo es quasi auch eine gleichgeschaltete Gesellschaft gab. Und eine gleichgeschaltete Gesellschaft, in der keiner seine Meinung sich mehr sagen traut, das wollen wir natürlich nicht. Und dafür stehen wir ein, das zu verhindern. Wie gesagt, auch hier haben wir dieses Phänomen des Function Creep. Es wird irgendwann vorgeschlagen eine Ausweitung auf Gesichtserkennung etc. Wir wissen, dass solche Projekte derzeit laufen, Forschungsprojekte zu diesen Effekten gibt es, Bewegungsmustererkennung, Gesichtserkennung etc. Das sind ganz viele Probleme, die damit einhergehen. Und noch dazu gibt es technische Sicherheitsprobleme. Wir wissen aus den USA zum Beispiel, dass vernetzte Kamerasysteme für DDoS-Attacken verwendet wurden. Es gibt die Möglichkeit, dann über Kameranetzwerke natürlich auch sich widerrechtlich Zugriff zu den Kameras zu bekommen. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem auch. Ist diese Maßnahme wirksam, um Verbrechen oder Terrorismus präventiv zu bekämpfen? Ich glaube nicht. Und das bringt uns gleich zur Frage der Verhältnismäßigkeit. So. Jetzt bin ich in die falsche Richtung, es tut mir leid. Zur Kennzeichenerfassung noch. Bundesregierung möchte eine Kennzeichenerfassung einführen. Wir haben auch von der ASFINAG gehört, das sei derzeit gar nicht möglich, aber es gibt natürlich die Pläne der ASFINAG auch die digitale Vignette einzuführen. Das heißt, es werden in der Zukunft mehr solcher Kameras in Österreich verfügbar sein. Das Problem ist hier nur, der VfGH hat schon 2007 gesagt, eine komplette Überwachung des Straßennetzes ist nicht verhältnismäßig und deshalb unzulässig. Er hat damals ganz klar gesagt, also so eine Kennzeichenerfassung ist zulässig, wenn es um bestimmte Strecken geht. Da muss auch begründet werden, warum das auf diesen Strecken notwendig ist. Und noch dazu dürfen Kennzeichendaten nur von Verkehrsteilnehmern gespeichert werden, die einen Gesetzesverstoß begangen haben, also sprich eine Geschwindigkeitsübertretung begangen haben. Aber es dürfen keine Kennzeichendaten gespeichert worden von Verkehrsteilnehmern, die sich komplett gesetzeskonform verhalten. Ist das jetzt eine Vorratsdatenspeicherung auf Rädern? Meiner Meinung nach ja. Und dann kommen wir schon zum Bundestrojaner Reloaded und ich übergebe kurz an den Werner wieder. Zum Bundestrojaner. Wir haben im vorigen Sommer schon einmal zerlegt, nicht nur argumentativ, sondern auch physisch vom Justizministerium. Daraufhin hat der Justizminister diesen Vorschlag zurückgezogen. Die Kritik ist sehr, sehr breit, also bezieht sich eigentlich auf den gesamten Lebenszyklus so einer Spionagesoftware, die vom Staat eingesetzt wird, von der Programmierung bis hin zum Entfernen und derlei Dinge mehr, was da ganz, ganz wichtig ist zu betonen. Wenn der Staat solche Software einsetzt, braucht er Sicherheitslücken. Diese Sicherheitslücken müssen dann offen bleiben, um die Software auf Rechnern, auf Smartphones oder wo auch immer einschleusen zu können. Und damit wird das Gesamtsystem unsicherer. So, Bundestrojaner Reloaded, der neue Vorschlag, Ermöglichung der Überwachung internetbasierter Telekommunikation. So heißt es jetzt. Mit Begrifflichkeiten kann man sich spielen. Dahinter versteckt sich dasselbe und sogar noch etwas mehr. Nämlich die Ausweitung von übermittelten Nachrichten hin zu internetbasierter Telekommunikation. Das heißt, das, was überwacht werden soll mit dieser Spionagesoftware, wird mehr werden. Und der Innenminister, unser lieber Freund, hat sich auch schon vorgestellt, dass man den Bundestrojaner für Kavaliersdelikte einsetzen könnte, wie zum Beispiel Hasspostings, Urheberrechtsverletzungen oder derlei mehr. Ja, und natürlich geht es auch darum, verschlüsselte Kommunikation anzuzapfen und gegen Skype, WhatsApp, so steht es im Regierungsprogramm, andere sind wahrscheinlich mitgemeint, auch vorzugehen.
Eine ganz kurze Ergänzung noch zum Bundestrojaner. Also das wurde damals auch im Begutachtungsentwurf im März 2016 in den Erläuterungen betont, dass es eben so eine sehr eingriffsintensive Maßnahme ist und dass das natürlich nur für schwere Delikte gelten kann. Also es ist nicht tragbar, dass wir jetzt hören, das soll auch für Urheberrechtsverletzungen eingesetzt werden. Also das wäre wirklich außer Verhältnis. Zu den Wertkarten. Die Bundesregierung möchte eine Registrierungspflicht für Wertkarten einführen und es wären damit quasi 4,5 Millionen Nutzer unter Generalverdacht gestellt. Weil ja die Begründung ist, nur Kriminelle, nur Terroristen verwenden solche anonymen Wertkarten. Das ist natürlich schon mal total, es ist einfach überzogen. Es gibt auch wirtschaftliche Probleme, kleinere Anbieter werden unter Umständen aus dem Markt gedrängt. Faktum ist aber, dass Kriminelle wieder auf andere Kommunikationskanäle umsteigen werden. Das heißt, da habe ich einerseits einen Eingriff in die Privatsphäre und auch in die freie Kommunikation von vielen Millionen Menschen und auf der anderen Seite eben einen sehr zweifelhaften Nutzen. Ja. Und wenn wir uns an 2014 zurückerinnern, hat der Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis zur Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen, die Freiheit als Anspruch des Individuums und als Zustand einer Gesellschaft wird bestimmt von der Qualität der Informationsbeziehungen. Und meiner Meinung nach, und nicht nur meiner, denke ich, schützt das Recht auf Privatsphäre eben die unbeobachtete freie elektronische Kommunikation. Und hier haben wir einen Eingriff in das Recht von vielen Millionen Menschen, auf der anderen Seite einen zweifelhaften Nutzen. Meiner Meinung nach ist das nicht verhältnismäßig. Kommen wir ganz kurz zum Lauschangriff im Auto. Die Überschrift im Arbeitsprogramm der Regierung heißt akustische Überwachung im Auto jener der Wohnung gleichstellen. Mir ist nicht ganz klar, was das bedeutet. Es gibt jetzt schon die Möglichkeit, nach der Strafprozessordnung einen Lauschangriff im Auto durchzuführen. Das ist im Jahr 2015 nach dem Bericht des Bundes, des Justizministeriums auch viermal passiert. Es gibt aber andere Gründe, zu denen ich gleich komme, warum der eingeführt werden soll. Der Innenminister hat vom kleinen Lauschangriff gesprochen. Das ist auch schon deshalb falsch, weil beim kleinen Lauschangriff einer der Überwachten in die Überwachung eingeweiht sein muss. Also sei es jetzt eben der direkte Gesprächspartner, also der verdeckte Ermittler oder eine sonstige Person, die davon in Kenntnis gesetzt ist. Und das große Problem hier ist auch eine Umgehung des Rechtsschutzes. Also wir wissen jetzt noch nicht, weil wir keinen Gesetzesentwurf haben, soll das aus der StPO rausgenommen werden? Soll das vielleicht ins Staatsschutzgesetz geschrieben werden, wo wir nicht so einen Rechtsschutz haben wie in der Strafprozessordnung? Also das wäre natürlich höchst problematisch. Nur wie gesagt, den Text kennen wir noch nicht. Und das ist wieder ein klassisches Beispiel für diesen erwähnten, heute schon so oft erwähnten Function Creep, weil jetzt soll dieser große Lauschangriff dann möglich sein für Delikte, die mit mehr als 3 Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind. Und jetzt, die jetzige Regelung in der Strafprozessordnung verlangt eben schwere Delikte, kriminelle Organisation, terroristische Vereinigung oder eben Delikte, die mit mehr als 10 Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind. Wer sind jetzt die Gefährder? Ihr habt es alle natürlich jetzt in den Medien mitbekommen, die Diskussion über die Fußfessel. Und begründet wird das hier in dem Arbeitsprogramm der Bundesregierung. Es ist ja ein gelinderes Mittel zur Untersuchungshaft. Und das ist einfach falsch, ja, weil für die Untersuchungshaft brauche ich einen dringenden Tatverdacht und einen Haftgrund. Und wenn die nicht vorliegen, dann ist die Untersuchungshaft schlicht und einfach nicht zulässig. Also jetzt kommt die Bundesregierung her und sagt, wir haben jetzt ein gelinderes Mittel, aber das ist einfach von der Überlegung einfach falsch. Es geht einfach nur um eine weitere Überwachungsmaßnahme über eine Ausdehnung der Befugnisse. Und vor allem, wer ist denn überhaupt so ein Gefährder? Es gibt den Gefährderbegriff noch nicht, das soll der Justizminister dann formulieren. Man spricht in den Medien davon, dass Syrien-Dschihad-Rückkehrer erfasst sein sollen, aber wie schreibt man das jetzt in einen Gesetzestext? Das kann man gar nicht, das muss man abstrakt umschreiben. Wer ist in 10 Jahren ein Gefährder? Ja, sind kleine Drogendealer dann Gefährder? Sind Leute, die auf Demos gehen, vielleicht auch Gefährder nach dieser Intention, wie wir sie heute schon gehört haben. Das ist natürlich höchst problematisch. Wir haben jetzt auch die Gefährderdatenbank im Innenministerium, wo
oder Leute, die ein Betretungsverbot bekommen, wegen häuslicher Gewalt auch Gefährder genannt werden. Also da droht eine irrsinnige Ausdehnung. Ja. Ja, meiner Meinung nach sollte man. Es gibt jetzt den Straftatbestand der staatsfeindlichen Bewegungen. Da sollen solche Bewegungen wie die Freemen etc. eben erfasst werden. Ja. Aber so wie wir es jetzt verstanden haben, geht es wirklich nur um die Idee und dieses Gedankengut, ohne dass die Leute noch wirklich konkret eine Tathandlung setzen. Ja. Und das erinnert uns natürlich an die Gedankenpolizei von George Orwell aus 1984. Muss man sich natürlich dann den Gesetzestext anschauen. Aber so wie es kommuniziert worden ist, ist das natürlich abzulehnen. Und es gibt genügend Tatbestände, um solche staatsfeindlichen Handlungen eben heute schon zu bekämpfen. Ja, es gibt eine ganze Reihe kritischer Stimmen, die sich schon dazu geäußert haben, von der österreichischen Rechtsanwaltskammer, Präsident des Verfassungsgerichtshofs, die Grüne Partei, die NEOS, Fachschaft Informatik, Verein gegen Tierfabriken, Vienna Center for Societal Security, Volkshilfe, der Professor Funk, Professor Heinz Mayer, Verfassungsrechtler. Es muss noch viel mehr werden, wie wir jetzt, glaube ich, versucht haben darzulegen und wie es hoffentlich auch gelungen ist, betrifft uns das alle. Da gibt es so viele Dinge, die eine lückenlose Überwachung des öffentlichen Raumes ermöglichen werden. Das ist nicht mehr eingeschränkt auf Schwerverbrechen, das betrifft uns alle und wir müssen ganz, ganz dringend dagegen auftreten. Das kann man in zweierlei Hinsicht. Einerseits mit dem hier, was ihr hier seht, ist die Präsentation unseres Handbuchs zur Evaluation der Antiterrorgesetze. Im Wesentlichen geht es darum aufzuzeigen, wir brauchen eine faktenorientierte Sicherheitspolitik. Alles, was uns die Politiker hier sagen, basiert nicht auf Faktenwissen, das basiert auf Annahmen und das basiert auf der Fehlinterpretation des Zusammenhangs zwischen Sicherheit und Freiheit. Wir können keine Überwachungsgesetze hinnehmen ohne gründliche Evaluation bestehender Maßnahmen und ohne detaillierte Wirkungsfolgenabschätzung für neue Vorhaben. Und deswegen gibt es das Handbuch zur Evaluation der Antiterrorgesetze, das wir jedem Politiker, jeder Politikerin dringend ans Herz legen zu lesen. Was können wir tun? Wir, das seid ihr, wir brauchen euch in den nächsten Wochen. Das Ganze wird ziemlich schnell über die Bühne gehen, das soll noch in der ersten Hälfte diesen Jahres sein. Und deswegen haben wir heute eine Seite gelauncht, überwachungspaket.at. Das ist jetzt Alpha, das ist ganz am Beginn. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen intensiv daran arbeiten, eine Kampagne rund um diese Seite aufzubauen. Und wer auch immer mitwirken will, kommt nachher zu uns. Es sind viele Leute von Epicenter Works da. Da hinten sitzt der Andreas, Tom, ich, Andreas. Kommt zu uns. Wir brauchen eure Unterstützung. Wir müssen wirklich alle Kräfte bündeln, um dagegen vorzugehen. Ja, werden wir aktiv? Es geht nicht nur um unsere Privatsphäre, es geht um viel mehr, es geht um unsere Demokratie und wir müssen ganz dringend über Überwachung reden. Reden wir mit Leuten, die sagen, sie hätten nichts zu verbergen, sagen wir ihnen, jeder Mensch hat etwas zu verbergen und wenn ihr kein anderes Argument wisst, dann fragt diese Person um den PIN ihrer Bankomatkarte. Dankeschön. Spannend, oh, wir haben vorher kurz geredet, am Montag haben wir die Demo gemacht, am Donnerstag wird dann schon von Einschränkung von Demonstrations- und Versammlungsfreiheit geredet. Eine gute Bekannte von mir, die Karin Stanger von der ÖH-Uni Wien, hat jetzt schon aufgrund einer Kundgebung, die sie im Sommer angemeldet hat, Vorladung gekriegt für nächste Woche oder sowas, zu meiner Stellungnahme bei der Polizei abgeben. So schnell kann es gehen. Gibt es Fragen an die beiden? Ja, Moment. Woher kommt das, dass jetzt so gehäuft solche Gesetze auftauchen? Ist das Angst vor der Bevölkerung? Ist das reiner Populismus oder gibt es da andere Ursachen dafür? Das ist kein Mikro. Dann
dann sage ich das. Ich denke, es hat schon auch viel mit Populismus zu tun. Und wenn wir uns jetzt die sozialwissenschaftlichen Daten auch anschauen, da geht es nicht um Angst vor Kriminalität und Angst vor Terrorismus, sondern da geht es wirklich um Existenzängste. Also habe ich meinen Job nächste Woche noch, kann ich meine Familie ernähren? Und wenn die Leute solche Ängste haben, dann sind sie auch empfänglicher für Ängste vor Terrorismus. Ja. Das ist auch wissenschaftlich belegt und viele Menschen in diesem Land haben Existenzängste und die Politik muss natürlich auch immer so tun, als könnte sie die Bevölkerung schützen. Und deswegen werden auch, glaube ich, solche Maßnahmen vorgeschlagen, weil das jetzt auf den ersten Blick politisch opportun ist. Man kann das sagen, man hat jetzt, der Politiker selber hat keinen Schaden. Wie das der Professor Funk auch gesagt hat, wird politisches Kleingeld gewaschen sozusagen. Und wenn diese Maßnahmen dann zum Beispiel vor das Höchstgericht kommen, dann wird diese Regierung sicher nicht mehr im Amt sein. Ne? Also politisch hat man nicht viel verloren, aber vielleicht ein paar Stimmen gewonnen. Aber was man definitiv verliert, sind unsere Grund- und Freiheitsrechte und unsere Demokratie am Ende des Tages. Und deswegen finde ich es auch jetzt persönlich so verantwortungslos, dass mit unseren Grundrechten so umgegangen wird in unserer heutigen Zeit. Noch eine Frage? Im Zuge dieses Arbeitsprogramms hat die Bundesregierung sich ja auch dazu entschlossen, die Spiegelressource abzuschaffen. Sprich, ein ÖVP-geführtes Ministerium und ein SPÖ-geführtes Ministerium müssen gegenseitig sozusagen freigeben, ihre Gesetzesmaßnahmen, die sie durchführen wollen. Jetzt ist das in allen anderen Ressorts ja meistens dazu geführt, dass sie sich gegenseitig blockieren. Bei den Themen Sicherheit habe ich eher den Eindruck, dass Herr Sobotka und Herr Doskozil sich gegenseitig überbieten nach oben. Teilt ihr diese Einschätzung und in der Hinsicht, wie schätzt ihr diese Abschaffung von den Spiegelressorts ein? Magst du dazu was sagen? Ja, es ist genauso, dass Doskozil und Sobotka da wirklich einen Paarlauf hinlegen und wir haben sie ja jetzt gesehen, auch in den Verhandlungen. Sobotka hat irgendwann mal gesagt, in 2 Stunden haben wir das gehabt. Ja. Den Wahnsinn in 2 Stunden auszuhandeln und dann zu sagen, den Rest des Regierungsprogramms unterschreibe ich nicht, das spricht eh schon Bände. Ja. Insofern, wie sehen wir die Abschaffung der Spiegelressource? Ich glaube, das ist eher ein organisatorischer Aspekt und nicht so sehr ein Aspekt, wenn es darum geht, Grundrechtsprüfung zu machen, Wirkungsfolgenabschätzung zu machen. Das ist aus unserer Sicht einfach etwas, was verpflichtend bei solchen Gesetzen passieren muss. Ob das jetzt mit Spiegelressorts passiert oder wie auch immer, ist letztlich egal. Und es wird ein Begutachtungsverfahren geben für diese Gesetze und wir werden uns da einbringen und wir werden alles tun, dem nicht nur die Zähne zu ziehen, sondern möglich die Substanz. Solange das Mikro jetzt nach hinten geht, möchte ich noch auch ergänzend etwas sagen. Ein großes Problem in Österreich ist, dass viele Parlamentarier, die über diese ganzen Maßnahmen abstimmen, die Faktenlage kaum kennen und das überhaupt nicht bewerten können. Ja. Und das ist ein großes, großes Problem. Ja. Die werden mit Gesetzestexten dann überhäuft, die sie teilweise selber gar nicht verstehen. Und es gibt eben so etwas wie den Clubzwang, der schon alleine problematisch ist. Und jetzt hat man gehört, man will auch eine namentliche Abstimmung, um eben Druck aufzubauen auf die Abgeordneten. Und das ist demokratiepolitisch natürlich sehr bedenklich. Bitte die Frage, ja. Wie schätzt ihr die Chance ein, dass unser neuer Bundespräsident solche Gesetze nicht unterschreibt? Habt ihr da irgendeine Verbindung vielleicht? Oder? Nein, also der Bundespräsident prüft die Gesetze auf das verfassungsmäßige Zustandekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da auch in... aber jetzt... Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen im Moment, vielleicht äußert er sich, vielleicht ruft er zur Raison und Besonnenheit auf, das wäre schon eine starke Stimme. Ja. Das würde schon mal gut sein. Gut, schaut aus, als gäbe es keine weiteren Fragen.
Ganz kurz vielleicht nur, wir müssen schon verhindern, dass dieses Gesetz zum Bundespräsidenten kommt, damit er es unterschreibt. Ja? Also wir müssen schon viel, viel weiter vorher ansetzen und nicht sozusagen Last Resort die Hoffnung haben. Dann sage ich danke an euch beide. Danke für die Einladung. Und kurze Runde Applaus und dann ist die Anita dran. Applaus